Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, für das heutige Überraschungsorakel habe ich mir Folgendes überlegt, weil ich diese Legung heuer mit Sicherheit noch nicht gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist vielleicht mal wieder interessant für den einen oder anderen, der in einer Dreiecksgeschichte ist. Das heißt, wenn du einen Partner hast, wo du weißt, da gibt's noch jemanden, zum Beispiel eine Ex-Partnerin, oder wenn du einen Wunschpartner hast, der noch vergeben ist, für all diejenigen, die halt in einer Dreiecksgeschichte sind. Wie gesagt, diese Legung habe ich heuer noch nie gemacht und jetzt habe ich mir gedacht, das werde ich wieder mal machen. Ich schaue mir hier an, ich habe hier drei Lenormand-Kartendecks genommen. Ich schaue mir hier auf dieser Seite an, wie steht denn dein Gegenüber, egal ob Partner oder Wunschpartner, zu dir. Ja, hier schaue ich mir an, wie steht dein Gegenüber zu der anderen Person. Und hier unten schaue ich mir an, wie geht es denn bei euch beiden weiter. Und das ist natürlich wie immer ein allgemeingültiges Orakel. Das kann jetzt sein, dass das hier wirklich das ist, womit du angesprochen werden sollst. Kann aber auch sein, dass es nicht der Fall ist, ja. Wenn du sagst, ja, diese Dreieckslegung wird mich mal für mich und meinen Gegenüber interessieren, dann hast du jetzt die Möglichkeit, eine Woche lang, also bis zum nächsten Überraschungsorakel, hast du die Möglichkeit, diese Legung zum Aktionspreis zu buchen. Das bedeutet, du bekommst diese Legung als Video um 35 Euro statt 45 Euro, per E-Mail um 20 statt 25 Euro, oder du sagst, du möchtest es ganz einfach als WhatsApp-Sprachnachricht, dann bekommst du hier diese Legung um 25 Euro. Einfach in die Infobox schauen, da findest du den Link zur Homepage, wo du das buchen kannst. Wenn du das nicht möchtest, dann bitte auch immer im Hinterkopf behalten, dass diese allgemeine Legung jetzt auch hier nicht auf dich zutreffen muss. Ja, ja, ich verallgemeinere natürlich auch hier diese Aussagen und schau einfach, ob das jetzt eben hier auf dich zutreffen kann oder nicht. Ja, für die einen oder anderen wird es dann tatsächlich zutreffen, aber wie gesagt, hier kann ich niemandem die Garantie dafür geben, dass es wirklich so ist. Ja, ich starte jetzt los mit dieser Legung. Ich beginne jetzt mal mit der linken Seite und schaue mir jetzt einfach mal an, wie denn dein Partner, dein Wunschpartner zu dir steht. Und da haben wir als erstes die Karte Brief. Der Brief steht ja nicht nur für die Kommunikation, sondern eben auch für das Oberflächliche. Ja, es kann natürlich auch sein, dass hier dein Gegenüber ja oberflächlich zu dir steht. Sonst steht diese Karte eben hier wirklich für die Kommunikation. Wir schauen jetzt einfach mal, welche Karten sind denn noch gefallen und ich bringe sie dann hier in einen logischen Zusammenhang. Dann haben wir das Schiff. Das Schiff steht für abwartende Haltung, geduldig sein, aber auch die Sehnsucht, Hoffnungen, Wünsche, Träume, die dein Gegenüber mit dir hat. Vielleicht, das ist vor allem für die interessant, die schon länger keinen Kontakt mehr haben mit dem Wunschpartner, denkt der Wunschpartner hier sehr, sehr stark an die Kommunikation mit dir. Dann haben wir die männliche Hauptperson. Das ist also hier dein Gegenüber. Und er schaut hier in folgende Karte rein, in den Turm. Also hier geht's um Distanz, Rückzug und Trennung. Und das ist vor allem für die interessant, die hier wirklich eine Trennung haben, ja, die hier wirklich ja eine Distanz zum Wunschpartner haben. Natürlich, wenn dein Gegenüber dein Partner ist, kann es natürlich sein, dass eben hier sich dein Gegenüber von dir auch ein bisschen mehr distanziert, ja. Und für all diejenigen, die momentan auch keinen Kontakt zum Wunschpartner haben, zeigt uns das hier sehr, sehr stark, ja, dass eben hier dein Gegenüber sich sehr, sehr stark auch von dir distanziert. Dann haben wir die Vögel, Kummer, Sorgen, Aufregung und Stress. Also dein Gegenüber oder deinem Gegenüber scheint die Kommunikation mit dir ein bisschen zu stressen. Ja, dein Gegenüber ist gestresst, ist sehr, sehr stark in der Aufregung und zieht sich hier höchstwahrscheinlich auch von dir zurück. Dann haben wir die Sense, das Plötzliche. Plötzlich dieser Kontaktabbruch. Ja, also ich glaube jetzt immer mehr in diese Richtung zu gehen, dass es hier
hauptsächlich diejenigen angesprochen werden sollen, die einen Wunschpartner haben, wo jetzt aktuell kein Kontakt ist oder wo der Kontakt ganz plötzlich von deinem Gegenüber abgebrochen wurde. Dann haben wir die Sonne für die positiven Energien und hier haben wir ja die Legung, wie steht dein Gegenüber zu dir? Ja, und hier mit der Sonne können wir schon sagen, dein Gegenüber steht trotz alledem sehr positiv dir gegenüber. Auch wenn er oder sie hier jetzt wirklich in die Distanz reinschaut, mit der Sonne heißt das einfach, dass dein Gegenüber zu dir trotz alledem eine sehr positive Verbindung oder dass dein Gegenüber mit dir etwas sehr Positives verbindet. Dann haben wir noch den Sarg. Sarg und Sonne ist für mich immer ein Zeichen, dass im Endeffekt alles gut wird. Dein Gegenüber macht hier höchstwahrscheinlich eine Transformation durch. Ihr habt hier höchstwahrscheinlich schon längere Zeit einen Kontaktstillstand. Mit der Sonne denkt aber dein Gegenüber schon darüber nach, diesen Stillstand aufzulösen und hier wieder auch auf dich zuzugehen. Und dann haben wir den Reiter. Der Reiter steht ja für Aktivitäten, dass dein Gegenüber hier aktiv wird. Mit dem Sarg könnte man jetzt sagen, naja, da wird er nicht aktiv werden. Wir haben aber hier die Sonne und das heißt, dass im Endeffekt alles gut wird, dass dein Gegenüber sehr viel auch an dich denkt, jetzt aber momentan noch in der Distanz ist. Wenn ihr keinen Kontakt habt, wenn ihr Kontakt habt, kann es natürlich sein, dass der Kontakt sehr distanziert ist. Ja? Oder dein Gegenüber ist dein Partner und redet einfach nicht mit dir, ja? Geht nicht auf dich zu, ist sehr verschlossen. Egal in welcher Konstellation du bist, wird es hier im Endeffekt gut werden, dass dein Gegenüber diesen Stillstand hier wirklich auch gut transformieren wird und dass dein Gegenüber trotz alledem dir gegenüber noch sehr positiv eingestellt ist. Wir sehen ja dann hier drunter, wie es dann bei euch beiden weitergeht. Und das ist jetzt hier die Ebene, wie steht denn dein Gegenüber jetzt zu dir? Und jetzt ist es einfach so, dass dein Gegenüber noch die Distanz zu dir hat. Ja, natürlich muss ich immer wieder auch dazu sagen, es ist ein allgemeingültiges Orakel. Natürlich, wenn du sagst, ja, du buchst jetzt diese Legung zum Aktionspreis, kann etwas ganz anderes rauskommen, positiver oder es kommt so was Ähnliches raus. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wer soll jetzt hier mit diesem Orakel angesprochen und wer nicht. Wenn du jetzt aktuell keinen Kontakt hast, kann es natürlich sein, dass das eben hier dein Orakel ist. Aber hier ist so, dein Gegenüber hat Sehnsucht nach dir, distanziert sich aber noch sehr, sehr stark, weil er oder sie aktuell noch in einer Transformation ist und ich sehe es so, dass das hier wirklich auch gut überwunden wird. Wie steht denn dein Gegenüber jetzt zur Partnerin oder zur Ex-Partnerin, wenn da eben noch hier jemand da ist? Ja, da haben wir das Haus für das feste Fundament, das schon gebaut wurde. Ja, dein Gegenüber fühlt sich auch bei der Noch-Partnerin oder bei der Ex-Partnerin sehr wohl, sehr geborgen. Dann haben wir hier auch den Ring für die feste Partnerschaft. Dein Gegenüber fühlt sich mit seiner aktuellen Partnerin noch verbunden oder mit der Ex-Partnerin noch verbunden. Du musst einfach schauen, in welcher Situation seid ihr. Gibt es tatsächlich jetzt eine Partnerin? Dann ist es natürlich hier die Partnerin. Ja, dann haben wir die Fische. Hier ist auf jeden Fall eine tiefe Seelenpartnerschaft bei den beiden vorhanden. Dann haben wir den Blumenstrauß, Einladungen, Treffen, Dates. Jemand sieht jemanden wie als Geschenk. Also dein Gegenüber, so schlimm wie es jetzt auch klingen mag, hat hier schon eher so ein positiveres Gefühl, was die Nochpartnerin betrifft oder eben die Ex-Partnerin. Dann haben wir die Störche für die positive Veränderung, vielleicht auch zusammenziehen gemeinsam. Ja, vielleicht sind sie auch erst vor kurzem zusammengezogen. Vielleicht geht's auch hier um das Thema Zusammenziehen, Renovierung. Dann haben wir den Schlüssel. Er fühlt sich bei der Partnerin oder hat sich bei der Ex-Partnerin sehr wohl gefühlt. Dann haben wir den Bären. Er kennt seine Partnerin oder die Ex-Partnerin schon sehr, sehr lange, da ist eine gewisse Stabilität da. Natürlich ist es nicht das, was man hören möchte, ja, aber die Karten sind halt nicht immer rosarot. Und
Wie gesagt, es ist ein allgemeingültiges Orakel. Dann haben wir den Park. Man zeigt das auch nach außen. Also ich glaube hier ganz, ganz stark, dass es hier hauptsächlich um diejenigen geht, die einen Wunschpartner haben, der selber noch vergeben ist. Und dann haben wir doch das Buch. Das Buch steht für Heimlichkeiten. Es sind natürlich auch zwischen den beiden Heimlichkeiten da, sonst würde es dich ja hier im Leben deines Wunschpartners nicht geben. Aber hier geht es hauptsächlich darum, dass sich dein Gegenüber von dir distanziert. Ja, und hier die Partnerschaft zur noch Partnerin schon sehr stabil daliegt. Ja, also hier sieht man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Man sieht hier bei den beiden auch keine Trennung. Ja, und vielleicht ist es bei dir auch wirklich so, dass du schon lange hoffst, dass sich hier dein Wunschpartner für dich entscheidet, dass du dich fragst, ja, wie steht es denn um die beiden? Aber hier, wenn du mit diesem Orakel angesprochen werden sollst, steht dein Gegenüber sehr positiv seiner Partnerin gegenüber. Natürlich möchte man das nicht hören, ja. Aber natürlich kann eine Kartenlegung nicht immer rosarot und alles super toll und Mäuschen und Schätzchen und keine Ahnung was. Also kann nicht immer alles positiv sein. Jetzt schauen wir uns noch an, wie geht's denn bei euch beiden überhaupt weiter? Hat das überhaupt eine Chance? Denn wenn man sich jetzt diese beiden Kartenblätter ansieht, müsste man sagen, okay, das mit euch hat nicht so eine große Zukunft oder eine Chance wie mit der aktuellen Partnerin. Deswegen habe ich jetzt 4 Karten gezogen aus einem dritten Lenormand-Kartendeck. Wie geht es denn bei euch beiden weiter? Da haben wir die Wege. Es geht also um eine Entscheidung. Dann haben wir das Kind für einen Neuanfang, der noch blockiert ist. Und Treffen werden auch blockiert. Also es geht in nächster Zeit, wenn du mit dem Orakel angesprochen werden sollst, um eine Entscheidung. Eine Entscheidung für einen Neuanfang. Der wird aber jetzt bis Frühling, denn der Blumenstrauß steht für mich immer für den Frühling, blockiert sein. Alle, die damit angesprochen werden sollen, müssen hier wirklich damit rechnen, dass es bis Frühling vorerst jetzt keinen Neuanfang gibt. Da wird noch abgeblockt. Ein Neuanfang ist einfach noch nicht möglich. Die Entscheidung für einen Neuanfang wird einfach bis Frühling noch nicht getroffen, weil hier höchstwahrscheinlich die Partnerschaft noch sehr, sehr stabil bei den beiden ist. Vielleicht auch wegen der Finanzen, vielleicht wegen dem gemeinsamen Umbau, zusammenziehen, ausziehen, umziehen, keine Ahnung, dass man da noch sehr, sehr stark dran festhält, die Finanzen, ja. Da geht man auf Sicherheit, da bleibt dein Gegenüber hier wirklich auch aus Sicherheitsgründen. Man kennt sich, man fühlt sich wohl, man hat den Alltag schon miteinander, dass man ist ein eingespieltes Team. Ja? Und hier, wie es bei euch weitergeht, da wird einfach eine Entscheidung noch abgeblockt. Dein Gegenüber hält dich hier höchstwahrscheinlich noch warm, ja? Falls das hier quasi hier in die Hose geht. Und das ist einfach so die Kombination der Warteposition. Dein Gegenüber wird dich noch in der Warteposition behalten. Jetzt vorerst hier wirklich mal bis Frühling. Ja? Und wenn du sagst, ja, könnte jetzt natürlich sein, aber du möchtest für dich die Sicherheit haben, wie es bei dir individuell aussieht, dann kannst du ja diese Legung hier für dich buchen. Ansonsten einfach überlegen oder schauen, wird das überhaupt dann zutreffen? Und wenn das dann wirklich so ist, dann hast du für dich halt wirklich die Klarheit, dass du jetzt einfach noch oder dass dich dein Gegenüber jetzt einfach noch in der Warteposition behält. Ja, also hier einfach auch nicht zu sehr in ein allgemeines Orakel hineinsteigern, aber hier wirklich auch die momentane Situation zwischen dir und deinem Gegenüber auch realistisch betrachten. Ja, und hier auch ein bisschen die rosarote Brille absetzen. Ja, ich hoffe trotzdem, ich konnte hier dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Ich freue mich natürlich schon auf die nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao!